Und damit recht herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video vom Microsoft Flight Simulator 2020 hier bei Nordrhein TV Play mit mir, dem Zengis. Ja, erstmal wünsche ich euch einen wunderschönen guten Morgen, weil wir haben es circa 6 Uhr gerade hier auf dem Flughafen Essen-Mülheim. Und hier stehen wir gerade vor einer geparkten Cirrus SR22. Und ja, das ist ein Flugzeug, was mit bei der Premium Deluxe Version vom Simulator dabei ist. Ja, und mit dieser kleinen Propellermaschine werden wir jetzt mal einen VFA-Flug wagen. Und zwar einen Flug nach Sicht. Ja, und zwar werden wir nämlich jetzt hier in Essen-Mülheim starten, dann über die Ruhr fliegen, über Mülheim an der Ruhr fliegen, Duisburg, dann den Rhein ein bisschen runter bis nach Krefeld-Uerdingen, über Krefeld hinweg zwischen den Ortschaften St. Dönis und Kempen durch und dann werden wir auf dem Flughafen bzw. dem kleinen Flugplatz Grefrath-Niederhorst landen. Also das ist quasi das, was hier eigentlich sehr gut möglich sein sollte, weil wir können uns tatsächlich an Flüssen, Städten und anderen markanten Objekten in der Umgebung orientieren. Und ich werde mal auf dem Flug schauen, ob ich ein Haus sehe, wo ich längere Zeit drin gewohnt habe. Bin ich mal gespannt. Und tja, ansonsten wird das, glaube ich, ein recht schöner Flug hier in den frühen Morgenstunden. Und falls es euch gefällt, könnt ihr natürlich gerne ein Like da lassen. Und falls ihr vorhabt, euch den Simulator zu kaufen, könnt ihr natürlich auch gerne mal in der Videobeschreibung die Links auschecken. So, hier ist auch ordentlich Betrieb auf dem Flughafen Essen-Mülheim. Auch zur frühen Stunde fährt hier der Gabelstapler rum. Also hier wird geschuftet Tag ein, Tag aus. Naja, wir müssen jetzt auf jeden Fall mal reingehen ins Cockpit, weil das Ganze ist noch dunkel. Wir haben ja auch die automatische Taschenlampenfunktion. Also das heißt, so können wir uns hier auf jeden Fall schon mal erstmal ein bisschen zurechtfinden. Und dann würde ich mal sagen, machen wir erstmal die Batterie an. Perfekt. Also Display 1 ist schon mal an, machen wir die Avionics noch an und der zweite Bildschirm geht an. Und dann sehen wir auch schon direkt hier unser wunderschönes, ja, unsere Route, sage ich mal, beziehungsweise den Direct zumindest. Und zwar starten wir jetzt hier und fliegen nicht direkt rüber, sondern einmal kurz hier über Duisburg, diesen kleinen Abstecher, dann hier runter bis zu dieser kleinen Kurve. Da ist nämlich dann Krefeld-Uerdingen und dann fliegen wir hier direkt quasi rüber, aber werden uns auch ein bisschen an den Ortschaften orientieren. Hier unten sei übrigens gesagt, da ist Düsseldorf, EDDL. Bin ich mal gespannt, ob da jetzt viel Verkehr ist. Allerdings ist es gerade in echt relativ spät. Ich habe nur die Zeit halt vorgedreht. Und wir fliegen mit Echtwetter. Ja, schauen wir mal. So, jetzt können wir uns hier natürlich am frühen Morgen auch theoretisch die Lüftung einstellen. Wobei, lassen wir die mal aus. Jetzt für den Start, ne, brauchen wir ein bisschen Energie. Öldruck ist noch, ja, nicht so geil. Aber der Rest passt eigentlich. Mixture ist schon auf voll. Huch, nee, das war nur ein falscher Input vom Hebel. So, jetzt ist Mixture auf Rich. Also das, was wir brauchen, um jetzt hier gut starten zu können. Jetzt können wir hier auf Prime einstellen. Dann pumpt er nämlich uns ein bisschen Sprit schon mal in den Motor rein. So, Throttle ist auf Neutral. Parkbremse ist aktiv. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir mal ein bisschen Licht an, dass die Kollegen da wissen, jetzt gleich wird es hier ernst. Und dann schauen wir mal kurz. Wir haben nur eine Caution. Pitted Heat Off. Okay, also das ist das Staurohr, wenn ich mich recht entsinne, für die Geschwindigkeitsmessung. Und das sollte natürlich beheizt werden, damit sich nichts bildet, kein Eis und sonst was. Aber ich glaube, sonst brauchen wir nichts gegen Eis tun, weil, ja. Oh, ist aber echt bewölkt jetzt. Oh, müssen wir gucken mit dem Sichtflug. Also immer schön unter der Wolkendecke bleiben. Und die Scheibe muss mal wieder geputzt werden. Ich bitte euch. Naja, gut. So, gucken wir mal. Prop clear. Also keiner in Reichweite. Und dann starten wir das Ding. Und da läuft die Kiste auch schon. Wunderbar, so wollen wir das haben. Okay. Jetzt schauen wir ganz kurz, ob unser Kollege hier eigentlich funkt. Der sollte funken. Aber der meldet sich jetzt hier nicht. Also müssen wir es mal kurz selber machen. Und zwar auf die richtige Frequenz einstellen. Jetzt schaue ich mal kurz, ob ich hier von denen einen Luftdruck durchgesagt bekommen kann. Aber ich habe mir den schon rausgesucht, weil das habe ich schon geahnt. Rollen ankündigen. So, hier alles rund um Abflug und Startbahn für den Start auswählen. Nee, also müssen wir jetzt selber unser Barometer einstellen, weil der Luftdruck hier, der angegeben ist, stimmt überhaupt nicht. Also wir sind nicht auf minus 1440 Fuß. Nee, deswegen stellen wir mal was anderes ein, was realistischer ist. Ich habe es mal kurz mir angeschaut und auch von Hektopascal in diese Quecksilbereinheit umgerechnet. Weil das, was da unten angezeigt wird, ist ja, glaube ich, der Druck, der in einem, wie war es jetzt nochmal, ein Fuß Quecksilber herrscht. Das ist ganz wildes Maß auf jeden Fall.
Aber da müssen wir jetzt mal kurz was anderes einstellen. Und zwar 29,56 waren es. Schauen wir mal, ob das besser passt. Ja, wir sind bei 28 noch. Müssen wir noch mal ein bisschen am Rad drehen. Habt Geduld. Aber das ist sehr wichtig, weil wenn man das falsch eingestellt hat, dann hat man echt ein Riesenproblem. Weil dann, ja, meint man im schlimmsten Fall, man steckt tief in der Erde drin. So. So passt's. Ja, 210 Fuß. Das kann schon sein. Okay, Autopilot werden wir jetzt überhaupt nicht nutzen. Also der wird jetzt schön vor sich hin dümpeln. Aber auch das Ding hat einen Autopilot. So, machen wir die Taxi-Lights an. Und dann würde ich sagen, sind wir auch schon soweit fertig. Beziehungsweise Taxi-Lights hat das Ding gar nicht. Also machen wir einfach mal die Landescheinwerfer an. Beziehungsweise den einen Landescheinwerfer da vorne. Und dann rollen wir langsam mal los. Boah, hier sieht man auf jeden Fall den Himmel in allen möglichen schönen Farben. Ah, das ist echt schön. Okay, schauen wir, ob wir da vorbeikommen. Ich will jetzt eigentlich nicht den Pushback hier in Anspruch nehmen. Also treten wir voll ins rechte Pedal, lösen die Parkbremse und schauen wir kurz, ob wir hier gut vorbeikommen. So, Sprit haben wir an Bord. Ciao. Jetzt habe ich genau in dem Moment nach unten geguckt. Ich bin auch ein Depp. Wenn ich jetzt mit dem Flügel da irgendwen rasiert hätte, das wäre natürlich nicht schön gewesen. Jetzt müssen wir einmal aufpassen, wo der Kollege eigentlich hier hin will. So, aber jetzt rollen wir schon mal wenigstens. Aber jetzt müssen wir das natürlich auch ankündigen, Rollen ankündigen. Echo Delta Lima, Echo Traffic Cirrus Alpha Sierra, X-Ray Golf Sierra is taxiing to runway 25. Das ist jetzt natürlich aus reiner Nettigkeit. Also eigentlich muss man natürlich immer hier alle in Stand setzen, beziehungsweise in Kenntnis setzen, dass man hier irgendwas vorhat. So passt das für mich jetzt erstmal. Und dann rollen wir mal zur Piste 25. Ja, hier steht übrigens eigentlich auf dem echten Flughafen. Hier, oder ist das da hinten der Hangar? Irgendwo steht nämlich hier so eine Traglufthalle für ein Luftschiff, beziehungsweise so einen kleinen Blimp. Die sieht aber eigentlich ein bisschen anders aus. Also hier gibt es auch wieder so kleine Unstimmigkeiten. Aber natürlich ist Essen-Mülheim jetzt kein Airport, der hier, glaube ich, Relevanz hatte. Und ja, nimmt es mir nicht krumm, liebe Mülheimer, aber ich glaube, das ist schwierig da. Also wenn man mit Essen-Mülheim anfängt, dann muss man auch Egelsberg zum Beispiel mitnehmen. Nein, aber der hat natürlich jetzt hier vielleicht nicht die höchste Priorität genossen. Und dementsprechend ist das jetzt nicht ganz so realistisch, sag ich mal, von den Gebäuden her. Aber die Position der Gebäude stimmt halt dann ungefähr. So, da hinten haben wir jetzt die Straße, wo man direkt am Airport vorbeifährt. Da sieht man immer ganz kurz, weil da ist so eine kleine Böschung. Und da sieht man einmal ganz kurz die Startbahn. Das könnte das schon sein. Ich glaube, die Böschung ist eigentlich ein bisschen höher. Zumindest aus dem Auto gefühlt immer. Aber naja. So, wir starten jetzt Richtung Westen, also werden wir das auch direkt mal ankündigen, beziehungsweise eigentlich starten wir dann Richtung Abflug, Richtung Norden, ne? Kündigen wir mal Norden an. Echo Delta Lima, Echo Traffic Cirrus Alpha Sierra, X-Ray Golf Sierra, taking off runway 25 departure to the north. Das ist übrigens, glaube ich, eigentlich so ein Gartencenter oder sowas. Also das kommt mir jetzt auch nicht bekannt vor, das Gebäude. Und hier schweben auch irgendwelche Lichter in der Luft. Ja gut. So, da hinten. Beziehungsweise da hinten irgendwo. Beziehungsweise, nee, da ist ein Verkehrsübungsplatz. Und jetzt gleich fliegen wir dann auf jeden Fall direkt über die Ruhr. Und dann ist zu unserer Linken nämlich auch die Ruhrtalbrücke. Die müsste auch mit dabei sein. So. Können wir die Klappen noch ganz schnell einstellen und dann würde ich sagen, auf geht's in die Luft. Wow, die Wolken sehen gerade wieder Wahnsinn aus. Ui, bisschen unruhig hier. Und da geht die Nase schon hoch und wir sind in der Luft. Okay, jetzt gucke ich mal, dass ich die Maschine hier vernünftig getrimmt bekomme. Ja, so passt's. Okay. Rollen ankündigen, was können wir jetzt? Verbleib in Platzbuch. Ja, okay.
passt soweit. Da hinten sehen wir übrigens die Lichter von Düsseldorf. Und da sehen wir auch die Ruhrtalbrücke. Und dann sind wir auch schon gleich über der Ruhr. Passt das soweit? Ja, das passt. Gehen wir mal auf 1000 Fuß erstmal. So, Trimmung anpassen. Trimmung ist ja alles gerade bei diesen kleinen Maschinen. Ich meine, bei den großen auch, aber da ist meistens ja dann Autotrim auch angesagt. Aber bei den kleinen muss man da immer schön Obacht geben. Ja, das ist mir zum Beispiel noch nie bewusst geworden, dass Essen-Mülheim so nah wirklich an Düsseldorf dran ist. Also zumindest aus der fliegerischen Sicht. Ich meine, als Autofahrer weiß man, dass es jetzt nicht so weit weg ist, aber ja gut, das ist schon nochmal was anderes. Also da muss man echt aufpassen, dass man nicht mit den großen Vögeln da in die Quere kommt. Naja, und da unten ist sie, die Ruhr. Und da hinten sehen wir dann Mülheim an der Ruhr. Gerade sehr schön belichtet. So, ein bisschen nachtrimmen. Okay, jetzt machen wir doch mal hier die Lüftung an. Hört man nur leider nicht. Aber Moment mal, ging jetzt gerade echt die Drehzahl deswegen runter? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich hatte gerade das Gefühl, dass tatsächlich durch das Einstellen der Lüftung oder der Heizung die Drehzahl runtergegangen ist. Kann auch sein, dass ich mich täusche. So, da unten jetzt mit den ganzen Lichtern. Das sieht schon schick aus. Na, irgendwie halten wir jetzt gerade nicht die Höhe. Ich wollte ja ungefähr auf 1000 Fuß bleiben. Hier übrigens auch sehr interessant mit diesem Glascockpit wirklich. Also mit diesen ganzen Displays, weil hier sieht man auch wirklich dann zum Beispiel den Flussverlauf sehr gut. Muss mal ein bisschen mehr Schub geben. Ja, genau. Stall wollen wir natürlich nicht. Aber wir wollen auch irgendwie in die Luft. So mit 60 Knoten sollte das schon passen. Wobei wir gerade echt einen steilen Winkel hier fliegen, fällt mir auf. Wir haben auch noch die Klappen draußen. So, jetzt ist das Ganze doch schon wesentlich angenehmer. Jetzt können wir auch wieder Schub rausnehmen. So. Ja, hier geht es dann auch los mit Industrie. Eine Halle neben der anderen. Ah, hier übrigens sieht gerade von oben aus wie ein Ringlokschuppen. Interessant. Ja, und das ist jetzt Mülheim, beziehungsweise gleich dann auch schon direkt Duisburg. Fliegen wir auch gleich auf jeden Fall über den Hafen drüber. Müssen wir mal kurz ein bisschen mit der Trimmung das Ganze anpassen. Das ist gar nicht mal so einfach. Da sitzt man wirklich die ganze Zeit dran und muss im schlimmsten Fall ein bisschen nachjustieren. Aber eigentlich, wenn man es dann einmal richtig hat, dann passt es. So, ich finde, hier kommt schon auf jeden Fall Duisburg-Feeling rüber. Hier sieht man natürlich auch wieder die Nachteile, zum Beispiel Kräne. Kräne ist wirklich eine Kunst für sich, glaube ich, für die Software, weil die sehen hier eigentlich immer ein bisschen, naja, unschön aus. So. Was sehen wir denn jetzt? Wir können ja gleich mal gucken, ob wir den Hauptbahnhof finden. Den sollten wir auf jeden Fall finden. Der wunderschöne Duisburger Hauptbahnhof. Bin ich mal gespannt, wie der aussieht, wenn er dann mal irgendwann erneuert wird. Hier, das müsste dann, Moment, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Das müsste dann entweder die 40 oder die 58 sein. Beziehungsweise 59 ist es. Gleich müsste irgendwann zu unserer Linken auf jeden Fall auch der Hauptbahnhof auftauchen. Ich glaube, ich sehe ihn schon da hinten. Ja, das ist er. Also da hinten ist auf jeden Fall unverkennbarerweise Duisburg Hauptbahnhof. Hier auch mit der ganzen Gleisanlage.
Ja, wenn man so ein bisschen reinzoomt, dann sieht man schon, unten ist vielleicht nicht alles so ganz detailliert, aber gerade aus so einem, ja, nicht so reingezoomten Blickwinkel, sage ich mal, sieht das Ganze schon echt schick aus. Jetzt gerade auch mit den unterschiedlichen Lichtern, die hier gerade sind. Die Sonne ist jetzt gerade echt nicht auf unserer Seite, ne? Wo kommt die denn? Weil die ist nämlich schon aufgegangen, das weiß ich, aber das Wetter spielt nicht mit. Naja, da auf jeden Fall Duisburg Hauptbahnhof. Und ich meine, dass man da jetzt nicht rumgehen kann oder dass vielleicht auch die Lichter da ein bisschen in der Luft schweben, fällt mir gerade auf. Ja, das ist schade, aber irgendwo auch jammern auf hohem Niveau, weil ich meine, wir sehen hier auf jeden Fall den Rhein. Wir sehen jetzt auch die Hafenanlage gleich unter uns. Das ist übrigens das komische Wahrzeichen. Entschuldigung für komisch, aber es ist ja irgendwie ein Wahrzeichen. Das ist ja so ein Turm von einer, ich glaube, einer Müllverbrennungsanlage sogar, oder? Nee, nicht Müllverbrennungsanlage, so ein kleines Kraftwerk war das, glaube ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Aber das ist eigentlich das Wahrzeichen von Duisburg, zumindest unter anderem eines der Wahrzeichen, sage ich mal. Ja, zumindest irgendwie verbinde ich das mit Duisburg. So, hier, jetzt müssen wir ein bisschen auch die Hafen... Rundfahrt genießen quasi, beziehungsweise den Hafenrundflug hier. Aber ich finde, der Charakter der Stadt kommt schon durch. Gerade das mit den ganzen Hallen und so. Ich frage mich gerade, warum hier so viele rote Lichter sein sollen. Weil Rotlicht haben wir, glaube ich, in Deutschland in der Regel nicht auf der Autobahn. Aber stimmungsvoll wäre es schon. Schick. So, und jetzt drehen wir nämlich bei. Ah, die Spiegelung auf dem Wasser, das ist einfach herrlich. Aber hier sieht man wieder das Brückenproblem. Das hatte ich ja schon mal angesprochen. Also, Brücken ist schwierig hier im Simulator. Die sehen leider nicht immer ganz so schön aus. Wobei die Brücke jetzt schon wieder gut ist. Die ist richtig gut geworden. Darunter ist zwar leider immer noch, ja, Massivbauweise, sag ich mal. Aber da kommt kein Schiff durch. Aber oben, das sieht schick aus. Weil da erkennt man wirklich... Ja, diese Brücke halt. Von der A40. So, wir verlieren wieder an Höhe, aber gewinnen an Geschwindigkeit. Eine Kombination, die ich jetzt nicht unbedingt so haben wollte. Muss man halt immer mal wieder auf die Instrumente schauen. Aber es passt soweit. Also alles ganz entspannt. Ja, hier auch mit Lichtern dran. Weiß jetzt gar nicht, um ehrlich zu sein, ob da Lichter sind, aber sieht nicht schlecht aus. Allerdings dieser Schubverband hier unten, beziehungsweise die Schubverbände, die hat es auch wieder nicht so gut erwischt, muss man sagen. Also die sind vollgelaufen mit Wasser. Es sind halt eigentlich Boote, die hier stehen, aber ja gut, die wurden halt dann nicht erkannt. So, schauen wir mal kurz, ob hier andere Flugzeuge sind. Ne, gerade ist echt ruhig hier, ne? Passt. Ja, man muss dazu sagen, ich habe hier morgen eingestellt. Eigentlich ist es nämlich schon später Abend in der Realität und ich denke, vielleicht gerade mit Düsseldorf ist hier nicht mehr so viel unterwegs. Aber vielleicht ein paar, die hier im Simulator unterwegs sind. Oh. Was ist das denn jetzt? Jetzt geht's aber ab hier. Ja, hier wirklich... Industrie vom Feinsten. Es kommt schon gut rüber. Vor allem auch die Farbenstimme. Also ich denke, die Farben sind auch so eine Sache, die sind echt recht wichtig für sowas, weil ja, so zum Beispiel Industrie hat halt immer so einen bestimmten farblichen Charakter, so dieses Rostbraune, sage ich mal. So, unter uns ist jetzt auch eine schöne Eisenbahnbrücke, theoretisch. Genau, hier ist nämlich diese Gruppe von abgestellten Autos. Und dann fährt man hier nämlich rüber Richtung Krefeld. Da hinten Rheinhausen. Muss mal kurz gucken, ob die Geschwindigkeit passt und alles. Kann man sogar noch ein bisschen höher gehen mit der Nase. Da müssen wir jetzt gleich auch die schöne Eisenbahnbrücke sehen, die hier allerdings übelst begrünt ist. Das ist ja Wahnsinn. Ja gut. Aber hier auch die Autos. Ja. So im Detail sieht das dann teilweise, wie schon gesagt, manchmal ein bisschen
vermatscht aus, sage ich mal, aber es ist da. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt. Flug nach Sicht ist hier möglich, definitiv, voll und ganz. Also da braucht man, glaube ich, nicht mehr drüber reden. Man erkennt hier alles und auch wenn es vielleicht hier und da nicht ganz so stimmig ist oder auf dem Boden, wenn man da entlang gehen würde, dann eben nicht passt, das ist schon gut. Wie gesagt, bis das Ding sowieso komplett fertig ist, also die werden auch immer nachbessern, glaube ich. Also da kann man auch ruhig nochmal kurz ein bisschen warten und dann nochmal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Dann habe ich auch gespannt, wie das sich auf lange Zeit entwickelt, weil ich meine, auch bei anderen Simulatoren ist ja so, dass sie nicht schlafen. Aber jetzt haben die halt eine neue Basis, wo eben dann noch einiges danach kommen kann. Da kann man echt gespannt sein. Aber hier zum Beispiel so ein Kühlturm wird dann wieder sehr gut erkannt. Alter, da kann man schon nichts sagen. Auch hier jeder LKW oder so. Dass der LKW jetzt keine Räder hat oder so. Ich glaube, das kann man getrost ignorieren. Wir gehen mal kurz ein bisschen in die Außenansicht, würde ich sagen. Glaube ich echt eine viel zu frühe. Ah, da geht die Sonne gerade auf. Och, ist das schön. Kriegen wir jetzt natürlich nur leider nicht ganz so viel von mit. Weil die Wolkendecke davor ist. So. Müssen wir mal kurz gucken. Zoomen wir mal ein bisschen rein hier in die Map. Aber ich würde sagen, wir sind auch gut auf Kurs. Allerdings, irgendwie hat der unseren Flugplan hier rausgeschmissen. Eigentlich hatte ich da, glaube ich, einen Flugplan drin. Na gut, da müssen wir uns jetzt echt dahin navigieren. Aber da ist der Flugplatz. Ich sehe ihn, glaube ich, sogar schon. Bei irgendwo... da müssen wir jetzt aufpassen. EDLF, ja, das ist er. Das ist er. Wunderbar. Okay. Aber gut, dann schauen wir mal, ob ich da klarkomme. Ich habe nebenbei auch übrigens Maps auf dem Tablet offen. Das heißt, im schlimmsten Fall kann ich mir da auch nochmal ein bisschen Hilfe holen. Aber eigentlich sollte das auch alles so klappen. So. Jetzt gleich haben wir das erreicht, was ich haben wollte, und zwar, dass wir über Krefeld-Uerdingen sind. Da jetzt quasi direkt vor uns. Mal kurz wieder die Trimmung ein bisschen anpassen. Dass hier schön möglichst zügig, aber auch nicht zu schnell steigen. Dann gehen wir mal ein bisschen runter mit dem Schub. So, hier übrigens sollte jetzt auch gleich eine wunderschöne Brücke auftauchen. Und zwar ist das die 288, die Landstraße. Ja, da ist die Brücke. Aber die sieht hier leider nicht ganz so schön aus. Eigentlich ist das nämlich eine richtig schöne alte Brücke. Aber gut. Da hinten wird es dann richtig schön. Da kann man auch schön in Anführungsstrichen Urlaub machen. Hier ist dann quasi die Promenade von Uerdingen. Ja, gut. Die hat es jetzt tatsächlich nicht so gut erwischt. Da ist auch ein U-Boot gefühlt. Ja, also wie gesagt, man sieht, wenn man dann näher hinkommt, auch Schwächen. So, hier, das müsste übrigens sogar Siemens sein. Ist ja auch die Fertigung von den Zügen. Kurz beidrehen. Und dann fliegen wir auch schon gleich über Krefeld. So, jetzt gehen wir kurz raus. Schauen mal ein bisschen runter. Da hinten ist Siemens. Jetzt gerade habe ich schon die Orientierung verloren. Jetzt geht's los. Also es ist echt ungewohnt, finde ich, für jemanden, der vielleicht die eine oder andere Strecke hier schon mal mit dem Auto abgefahren ist. Aber aus der Luft ist das nochmal was ganz anderes.
So, gehen wir wieder rein. So, vor uns ist jetzt auf jeden Fall was Erkennbares, und zwar, das müsste der Hauptbahnhof sein. Das sieht sehr nach Hauptbahnhof aus. Ja, da rechts tatsächlich die Windanlagen, die kenne ich auch aus der Realität. Übrigens, Datenverbrauch ist jetzt gerade relativ überschaubar. Wir haben ja 4,2 Mbits, die der mir zieht. Es geht sogar runter, 3,3. Also es passt schon. So, jetzt sind wir recht niedrig, aber es ist jetzt gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Dann sehen wir auch ein bisschen mehr von der Stadt. Ja, Krefeld, Stadt aus Samt und Seide. Wie so schön in einem Rap-Song über die Stadt gesagt wurde. Jetzt wird es ein bisschen sehr lokal, aber... So. Gewinnen wir mal ein bisschen in Höhe. Muss es ja nicht übertreiben. Da hinten haben wir Otto Kumpo, glaube ich. Ja, vorne sehen wir jetzt auch, glaube ich, Dünes Forst müsste das jetzt sein. Das Field of View ist jetzt ein bisschen zu krass eingestellt, ich weiß. Ja, ist schon verrückt. Ja, hier zum Beispiel unten, das sind, glaube ich, Gewächshäuser eigentlich. Die sind jetzt beispielsweise auch nicht so ganz gut weggekommen. Ja, hier hat zum Beispiel einen ganzen Hof scheinbar unterschlagen. Aber da hinten ist wieder ein Hof. Also, wie gesagt, teilweise gibt es so ein paar Unregelmäßigkeiten. Aber gut. So, jetzt gehen wir mal wieder ins Cockpit. Jetzt muss ich mir mal schauen, dass wir hier gut runterkommen. Weil jetzt gleich müssten wir nämlich auch dann den Flughafen sehen. Weil so weit weg ist Grefrath nämlich gar nicht. Da hinten ist jetzt übrigens Kempten dann. Moment, oder? Schaue ich gerade richtig? Jo, das müsste Kempten sein. Zu unserer Rechten auf jeden Fall. Was E-Tour jetzt ist, weiß ich gar nicht. Was ist denn da? Was ist denn da noch für ein Flughafen? Jetzt muss ich mal überlegen. Mönchengladbach. Stimmt, Mönchengladbach gibt es ja auch noch. Das wäre dann so der nächste, halbwegs größere Airport, sage ich mal. Ja, und da sehen wir jetzt Kempten zu unserer Rechten. Kempten Außenring. Und jetzt müssen wir aufpassen. Ja, landen wird jetzt lustig, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es gerade auch gar nicht. Moment, können wir kurz einstellen. Anflug, nächster Flugplatz. Anflug, Anflug, nächster Flugplatz. Was haben wir denn? EDLF. EDLF. Ja, Grefrath-Niederhorst. Dann fragen wir mal gerade, ob wir auf der 25 landen dürfen. Echo Delta Lima Foxtrot, Traffic Cirrus Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra 3 miles east minus 0 inbound to land runway 25. Und da müssen wir jetzt erstmal den Flughafen finden. Ich habe ihn schon gesichtet. Ach, das ist schön. Sind auch schon gut ausgerichtet. Da ist er nämlich. Das heißt, wir werden jetzt noch eine Runde fliegen, weil wir können auch einfach den
Kurs kurz wechseln. Moment. Klappen fahren wir schon mal aus. Du könntest natürlich auch einfach mal kurz rechts, links fliegen. Eigentlich fliegt man, glaube ich, am besten einmal kurz am Airport vorbei. Gerade bei so kleineren. Dann hat man das mit dem Traffic alles im Sichtfeld. Jetzt können wir kurz unsere Position kundgeben. Echo Delta Lima Foxtrot, Traffic Cirrus Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra 2 miles east, minus 200 feet inbound to land. Jetzt mal mehr Schub rausnehmen. Fliegen wir jetzt quasi ganz kurz den Gegenkurs, drehen dann direkt wieder bei. Und dann gehen wir einfach hier schön entspannt runter. So können wir jetzt auch gleich hoffentlich den Airport gut sehen. Habe ich ihn schon wieder verloren. Also es ist echt tricky. Vor allem jetzt muss man halt auch wirklich auf Geschwindigkeit und alles aufpassen. Müsste jetzt gleich vor uns auftauchen. Da kommen schon 500. So nah dran sind wir auch nicht. Aber wir sind schon mal gut ausgerichtet. Also das heißt, das sollte eigentlich schon passen. Jetzt müssen wir nur noch die Landebahn irgendwann sehen. Oh, und ich habe sie gefunden. Und sie ist natürlich viel weiter rechts als gedacht. Ja, okay, da hätten wir uns jetzt auch helfen können, indem wir uns einfach mal einen Kurs quasi eingezeichnet hätten oder zumindest ein Heading eingestellt hätten. Jetzt gehen wir hier ziemlich komisch runter. Aber das ist halt auch wieder eine Schwierigkeit, die man beim Sichtflug hat. Das kommt natürlich jetzt sehr quer an. So. Trimmung kurz anpassen. Schöne Schotterpiste hier. Ja, ein bisschen schnell kommen wir hier runter. Aber wir haben noch ein bisschen was zum Einfangen. Butterweich haben wir das hier geschafft. Wahnsinn. Okay, wir haben es geschafft. Das war ein kleiner Rundflug. Bisschen Niederrhein, bisschen Ruhrpott. Und ich kann euch sagen, ja, ich habe das Haus gesehen. Ich habe das Haus tatsächlich gesehen. Bisschen anders, wobei es kam schon eigentlich recht nah dran. Also es passt schon. Aber wie gesagt, also wir haben es ja gesehen. Also es gibt hier und da natürlich Unstimmigkeiten. Und ich denke, da kann auch noch hier und da ein bisschen was nachgebessert werden. Und vielleicht auch händisch vielleicht. Aber an sich ist es schon echt schick. So, wir sind unten. Wir haben vor allen Dingen dafür, dass der Endanflug dann doch ein bisschen Katastrophe war, haben wir eigentlich eine echt gute Landung hingelegt, würde ich sagen. Tja. Machen wir aus die Kiste. Und dann war's das. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und im nächsten Video machen wir einfach mal eine Landing-Challenge. Da machen wir was ganz Seichtes, Knackiges, sag ich mal. Na, seicht-knackig, das beißt sich ein bisschen. Nee, einfach mal ein bisschen landen auf den verrücktesten Airports der Welt. Aber das war mir jetzt gerade wichtig, weil die Gegend kenne ich so ein bisschen, sag ich mal, von oben. Von oben halt noch nicht so, muss man sagen. Aber halt von unten und das war schon interessant. Tja. Naja, also Grüße gehen raus an alle vom Niederrhein. Bis dahin, tschüss, euer Zengis. Und auch an alle anderen natürlich.